Willkommen zurück bei Pokémon Mond. Heute wollen wir uns Team Sky stellen. Ein Mitglied erwartet uns noch. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Also, Falken ist vorne. Er soll es schaffen. Er wird sich wahrscheinlich auch in diesem Part entwickeln. Wenn wir nicht etwas länger brauchen für die Basis. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, wie es geht, aber. Ja, wie lang es geht, aber das wird schon gehen. Ich höre zu Team Sky, deswegen bin ich so dämlich und denke, dass ich dir erklären muss. Ich bin wohl Gär und Froh und ein Fan von Venofibis. Pflanze, Gift, sowas? Venofibis ist die Fliegenfalle, ich gehe von Pflanze, Gift aus. Ach, was? Hat's überhaupt ein Venofibis? Fängt an zu regnen. Perfekt. Wasserattacken werden jetzt stärker. Au! Oh. Käfer ist gut auf Windig. Das mit den Typenvorteilen. Irgendwann muss ich da echt nochmal mehr drüber lernen, weil in Gen 2, wenn ich nicht weiß, dass Käfer gut gegen Windig ist, komme ich wahrscheinlich nicht weit. Gen 2 macht ja auch gerade Smash. Könnt ihr mal vorbeischauen da. Werdet ihr eventuell viel darüber lernen, was mit dem Typen Stahl und Unlicht auf sich hat, weil. Ich hab nicht mal Venofibis. Weil, das sind Typen, die sind in der Gen dazugekommen und, ich glaube, er nutzt sogar welche in seinem Team von den Typen. Und ich zumindest an seiner Stelle mache. Das ist was anderes. Das bespreche ich dann, wenn ich mal bei dem Game bin. Aber ich habe eigentlich nicht vor, die Games zu spielen, die Pokémon Games zu spielen, die anderen bisher gemacht haben. Da würden, ja, kann man ja eigentlich mal ein bisschen drüber sprechen. Bisher haben die dann, also Sky hat Gen 4, wo er sich gar nicht auskennt. Ich habe Gen 7 gerade, Smash hat Gen 2. Es gibt noch Gen 1. 3, 5, 6, 8, 9. Noch ein paar Spin-offs. Mystery Dungeon und Legenden Arceus. Ja. Das ist ein Reinfall, da habe ich ja echt versagt. Du warst einfach nicht nur zu krass für mich. Ich glaube, aus Team Sky aus, ey. Ich habe jetzt keinen Grund dafür. Wieso macht die das nicht einfach? Wird ganz sicher nicht dahinter gehen für Bären. Okay. Aber lasst uns rein. Ja, willst du jetzt mal bei Team Sky mitmachen? Warte mal, das ist doch so ein Zettring. Ey, was geht ab? Bist du auf Inselwanderschaft oder was? Oder warte, jetzt hab ich's geschnallt. Willst du uns nur dissen, weil wir die Inselwanderschaft hingeschmissen haben? Du hast doch nicht etwa, du kannst die auch so aufkreuzen und uns runter machen. Ja, genau das mach ich. Nee, Mann, es wird ein Doppelkampf. Sehr geil. Team Sky Rüpel und Team Sky Rüpel möchten kämpfen, okay? Beide haben eins. Tomato, Psycho und Apollo und Geist. Sind wir locker. Oh, wir sind sehr gut dran. Falken mit Blutsauger ganz einfach auf Tomato. Justin mit Psychokinese. Geist ist zwar stark auf Psycho, allerdings nicht andersrum, dass Psycho schwach ist gegen Geist. Und da Apollo noch den Gifttypen hat, können wir sehr effektiv angreifen. Sorry. Halten aufgelegt zu Level 36. Sky nimmt sich auch noch ein Level Up mit vom Zuschauen. Reicht es eventuell sogar? Der Mart ist echt nicht stark. Schade. Aber für einen Blutsauger in der Attacke, die noch KP heilt, war es eigentlich schon ziemlich stark. Nicht so groß. Irgendeine Statusveränderung. Na, sagen wir. Ein Blutsauger drauf und ein Goldwechsel. Na gut, Justin ist schnell.
bringt es schnell hinter sich. Fertig ist der Kampf. Oh, du bist so viel krasser drauf, als ich, da kann ich nur noch lachen. Oh, dieses Inselwanderding scheint dir echt gut zu tun. Ja, durch die ganzen Prüfungen lernt man schon viel. Starke Trainer, kann ich dich ab. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich noch lange nicht hier durch. Hä? Wir haben aber ein Treffen mit eurem Bus. Junge. Wer bist du? Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei oder fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt? Das habe ich. Ich habe keine andere Wahl. Du wirst schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat so seine Gründe. Hier, ich öffne dir die Tür. Keine Sorge, solltest du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Hey, ich glaube nicht, dass Team Skull mich ermordet. Würden die eh nicht schaffen, selbst wenn sie es wollen würden. Jetzt haben die Asis auch noch eine eigene Stadt. Jo, check mal diese Pfeifen da aus, Bro. What's up? Der stört voll unseren Flow. Lass den Knirps im Regen stehen, wir haben schließlich unsere Parade. Ich meine natürlich Barrikade. Willst du dir jetzt extra aus dem Weg räumen? Um den Beug. Um den Blag. Blag? Ich glaub, die meinen Bike. Um den Beug als Überzugziehen. Du hast recht, Alter. Mach die Biege, du Fliege. Solange du keinen Schleichweg findest, kannst du da draußen gerne versauern. Ich könnte doch einfach Sky rüberschicken und der würde euch aufs Maul hauen, aber. Der hat keinen Bock aus seinem Pokéball zu kommen, daher lassen wir das. Können wir hier lang? Nein. Der Charakter ist zu blöd, unter dem Baum durchzuklettern. Über den Zaun zu springen. Eine tolle Barrikade, da könnte man einfach drüber. Als ob es irgendwie so ein Metall ist, das so scharf ist, dass man sich da verletzen will. Glaube ich nicht. Ja, gut, dann nehmen wir halt den Weg. Checken hier alles ab. So, hier sollten wir irgendwo einen Eisstein finden können. Nicht unbedingt bei diesem Haus hier, in das wir nicht rein können. Was geht denn jetzt ab? Wie kommst du einmal auf einmal hier rein? Du bist ja auch total whatever. Du wirst nämlich jetzt gleich bereut. Ja, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder ob der nicht rein kann. Keine Ahnung, hat wahrscheinlich die Grundschule nicht bestanden oder so. Ich nehme an, selbst auf Pokémon-Schulen lernt man etwas über die deutsche Sprache oder eben auf welcher Sprache auch immer man spielt. Ich habe die allerdings nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich auch ein Schülerbrecher, die Wanderschaft abgebrochen hat, Team Skull. Wie man gerade gehört hat, vielleicht haben sie auch die Schule abgebrochen. Alles mit dem Mimikring. Eisenschäde sollte man sein, auf diese sparen, aber egal. Den jetzt steigen bringt dir nicht viel. Ich würde gerne in die Zeit vor diesem Kampf zurückreisen und meinem damaligen nicht sagen, den Quatsch steigen zu lassen. Damit hättest du dir viel Ärger erspart. Wäre ich doch bloß nicht so auf die Barrikaden gegangen, jetzt habe ich den Salat. Sind doch ohne Barrikade krass stark. Jetzt kriegst du eingezahlt und zwar sofort. Ja, und noch einer wäre einer ausgeholt. Klappen von Team Skull kann eher noch nichts. Ich finde von den bösen Teams sind. Das wäre echt das Team von Carlos. Ist eines der geilsten. Wir fallen Team Flair. Team Flair war's. Team Flair, Team Rocket und Team Sky finde ich schon geil. Team Sky besteht nur aus Artis, die alle nichts können. Team Flair hat wirklich ein Ziel, was sie auch sehr lange sehr gut gehabt haben. Und Team Rocket ist so ein simples Ding, die machen nichts Großes. Pokémon-Diebstahl, naja. Aber sie sind konstant bei der Sache.
finde ich schon stark. Sehr geil. Das wird schneller, denn das Vieh kann ich kaum glauben. Das ist dead. Hier kommt noch ein Level up rein. Hoffentlich auch gleich eine neue Attacke. So, versagt, total versagt. Hier nimm mein Geld, kannst du alles haben. Das habe ich eh nur irgendwelchen Leuten abgezockt. Jetzt schalt aber mal einen Gang zurück, ohne Barrikade sind noch bloß Fassade. Ja, da wird Barrikade abgenommen, aber die bringt euch nicht viel, wenn ihr nicht dieses Loch in der Ecke stoppt. Was kann uns schon in einem kaputten Pokémon Center erwarten? Achso. Ey, yo, was hast du hier zu suchen, Bro? Wir stehen hier im Dunkeln und haben null Bock auf Munkeln. Nur Beats richtig derbe sind unser Gewerbe. Wir sollen Wache stehen, doch wollen Däumchen drehen. Was willst du im Kampf? Ach komm, lass den Kampf. Wann? Du platzt hier nicht rein wie ein wildes kleines Stein. Wenn du meinst, das Team Skull an nichts denkt als Krawall, hast du leider einen Knall, denn das ist nicht der Fall. Wir wollen hier nur gammeln und gechillt Staub ansammeln. Hier im Pokémon Center herrscht Stromausfall und zwar permanenter. Komm, bring Licht ins Dunkel mit Münzen, die funkeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht allemal. Hilf sie uns in den Rachen, um dein Team fit zu machen. Okay. Die so wenig, man? Du krass, du lässt es krachen, gleich bist du fit, keine halben Sachen. Okay. Geld ist unser Lebenselixier, Geld ist der Hit, bis der alles kommt zu uns, wir machen dich fit. Bis der alle, was für alles. Das reicht drüber, zurück in deinen Ball. Ist ansonsten nichts. Okay. Ja, kann man halt heilen für Geld, weil das Bisasis sind, aber ganz ehrlich. Mich wundert es, dass man im normalen Pokémon Center nichts zahlen muss. Hier kommen wir wie immer nicht rein. Da wartet ein Doppelkampf auf uns hier drüben. Könnten wir auch rüber, das würde uns allerdings auf der Map doch, das würde uns was bringen, aber wir gehen erstmal nach rechts zu dem Doppelkampf. Ja, Team Sky trainiert sehr oft ohne Licht, daher hol ich Marvin nach vorne. Nein, nicht dahin. Hier. Danke. Also im Vergleich zu der Truller hier neben mir habe ich es voll drauf, so viel ist klar. Also mehr drauf als die Olle daneben mir habe ich ja wohl allemal. Ich hoffe, die greifen sich gegenseitig im Kampf, dann ist das so geil. Ja, was haben wir? Steinig Unlicht, oder? Radikal und Vollbar. Ja, eher in die Giftrichtung, aber. Unlicht und Gift, du. Eher so die finsteren Typen. Sogar Partikal wird nicht reichen, daher noch eine Kreuzschere hinterher. Vielleicht Marvin eh schneller. Ja, damit macht sie nicht viel. Oh, das könnte die Defense senken. Macht aber nicht. Sehr geil, sollen wir damit auf Goldwand gehen, was leider 0,25 Schaden macht. Ja. Okay. Jetzt können wir noch mal Eisenschädel. Könnte zurückschrecken. Und ziehe Wasser drauf, da wir da auch Pep haben. Könnte ja funktionieren. Sehr geil. Ja, wir technisch unser Team ist schon gut.
So hab ich, also ich hab ja wohl trotzdem mehr drauf als die, oder? Hab ich doch, gell? Hab ich doch. Trotzdem hab ich mehr drauf als die, oder? Hab ich doch, gell? Sag das, dass ich mehr drauf hab als die. Naja, sagen Räuber, das ist ein besseres Pokémon als Radikal. Irgendwer von denen, die mit dem Golbert war, aber die ist besser. Auch wenn sie es noch nicht entwickelt hat, aber falls sie es schaffen sollte, ein Expert wäre definitiv stärker als ein Radikal. Auch wenn Alola. Oh nee, die hasse es. Machen ganz schnell die Reden des Regenbogen-Ding und da, Sander, damit er uns noch etwas mehr mag. Wir haben nicht mehr viele. Ja, 5 Herzen. Sehr geil, haben wir auch gleich eine neue Stufe bei ihm erreicht. Kommst du gleich noch eins? Geil! Gleich noch eine Stufe auf ihm erreicht. Wie viel hat er denn jetzt? Okay, die scheinen ziemlich viel zu geben, die Regenbogen-Dinger. Ich habe das Gefühl, das stimmt nicht ganz, dass jedes Herz gleich viel wert ist. War bei dem Regenbogen-Ding, das ist nur ein Herz mehr als bei den Glitzernden und das schien schon ziemlich krass zu sein. So kannst du mich elektrisieren. Balken, wieso machst du das? Aber magst es nicht am Kopf. Hier magst es. Okay. Ja, unsere Zuwendung müssen wir ihm auch schon geben. Ja. Und das bin ich damit eigentlich zufrieden. Lassen wir es erstmal. Wenn die noch mehr fressen wollen, bekommen die was, aber das ist mir gerade nicht wert. Allerdings werden wir noch ganz kurz das Pokémon Resort abchecken. Das wäre. War das im letzten Part schon? Ich glaube schon, entdeckt haben. So, was gibt's denn? Bitte wähle, wie viel Pokémon du in der Wohnkiste ablegen willst. Nein. Die haben gar nicht gearbeitet. Wenn es fliegen geht, gibt Nova immer sein Bestes. Was mit Blackmon? Spaß. Okay. Hier scheint nichts passiert zu sein. Da haben wir die nächste Regenbogenbohne. Pokémon haben noch nicht alle Pokémon in der Kiste aufgegessen. Fügt über das Wesen froh. Ja, aber wen interessiert's? Zankabu wäre eine Möglichkeit, mein Team zu nehmen. Hüten kommen, wie geht's fit? Okay, da scheint irgendwie nichts zu passieren. Dann lassen wir das. Ja, wir wollen gehen. Nein, wir schauen nicht später wieder vorbei. One, two, three, auf den Sack geht der Hieb. 4, 5, 6, mehr bring ich nicht. Was ist das? Was ist das für ein Mann? Mantis. Pflanze. Hat das nicht sogar den Feentyp? Meint der den Feentyp? Ich glaube, es hatte den Feentyp, aber ich schau mal nach. Nur Pflanze? Jetzt sieht es ein bisschen nach B aus. Ich mach mein Greenscreen gerade.
Das macht manchmal ein bisschen mein Gesicht weg, aber. Ich habe auch einen leicht grünen Pullover, der sollte auch. Naja, das Grau wird jetzt irgendwie nicht wirklich als grün wahrgenommen, keine Ahnung, wieso mein Gesicht als grün wahrgenommen wird und der graue Pullover nicht, aber. Was auch immer, gehen wir mit Wirtin rein. Mit Mullum kannst du nicht viel machen, das Dick ist wenigstens mal. Das ist männlich. Er hat männlich ins Mullum. Er hat es gar nicht entwickelt. Was war das? Deutsche Sprache. Level 40 ist auch für Smash inzwischen. Volle Kanne ausgenockt, Baby, und aus PC bis 10, da kam der Gong. Und jetzt setzt sein. Ein Weg links, wo wir über diesen Zaun hier steigen können. Oder rechts, wo noch so Nasi steht. Jetzt werden die Moves Rombora und Guillotina euch auch mal. Stieg sehr riskant, Kram ist hier. Jetzt gehe ich auf Nummer sicher und setze alles auf eine Karte. Bevor wir jetzt seinen Moves sind. Vielleicht 90% Genauigkeit, aber geht dreimal hintereinander daneben. Ja, keine Ahnung, hier scheint sich wirklich was zu geben. Außer die Asis. Und jetzt die Garde zerlegen. Das ist nichts. Dann nehmen wir die mit. Da versteckt sich ein Dude. Vielleicht bin ich einfach zu naiv. Aber woher soll ich denn auch wissen, wie weit ich von diesem Eve weg bin? Okay, der Typ ist dumm. Wieso denkt er, dass naiv zwei verschiedene Wörter sind? Kann man so blöd sein? Könnt ihr euch lieber ausschauen nach dem Eindringling halten, als mich anzustarren. Oh, mit dem oben können wir auch reden, ich frage was hier. Mir fällt mir ein, wo steckt eigentlich der Typ, der ständig was von Schädeln faselt? Oh nein, den haben wir zu Beginn des Games besiegt, oder? Oh nein. Oh, mein Reißlos, das ist so wild. Meinst du, du kannst es ein wenig besänftigen? Kann ich gern machen. Sollte ich dir gefallen, ich hätte mich auch einfach umbringen. Hätte ich dir den Gefallen nicht getan, aber es würde uns Geld kosten und wir haben Geld, deswegen finde ich es zu gehen. Reißlos hat Käfer irgendwas. Käferwasser, oder? Ja, Käferwasser sollte es sein, oder ist Stahl schwach auf Käfer und nicht auf Wasser. Könnte natürlich auch sein. Käfer, Wasser, das wäre was für. Ja, es muss Käferwasser sein. Käfer hat es auf jeden Fall und Feuer ist nur effektiv. Frage ist, es wird wahrscheinlich mit. Ah, mit was könnte das Ding angreifen? Was hat es für Attacken? Egal, wir gehen auf unsere neue Strategie mit Toxin und Giftshot. Denk Smash mit 3 Runden überleben. Sandwirbel. Gar nicht gut. Toxin erstmal. So, jetzt ist es vergiftet und jetzt können wir den doppelten Schaden machen. Problem ist, Bromley wird wieder die Entwicklung von Reifloss haben und der wird nicht so blöd sein und keine Wasserattacke parat haben. Hat er sogar eine. Der hat doch sogar eine Wasserattacke. Was war das für eine? So irgend so eine Wasserschere. Konnte glaube ich auch Quajutsu erlernen. Ich habe aber vergessen, wie die heißt. Also hör mal, wir treffen diesmal. Sehr gut.
Wow, du hast echt Swag. Du bist ja noch viel wilder als mein Pokémon. Also, gehen wir rein. Da hinten sollte unser Eisstein sein, oder? Das ist er doch, oder? Yes! Jetzt können wir Balken entwickeln. Kann der hier schon viel mehr reisen. Hat hoffentlich auch eine bessere Special Defense. Hier ist es. Na nu, Balken entwickelt sich. Noch direkt weg. Da ist er schon. So, damit wäre unser Team, alle wären voll entwickelt. Da haben wir Sandama. Hoffentlich auch gleich mit einer Eisattacke. Geiles an Alola Sander. Sandama. Eis bedeckt seine stählernen Stacheln. Ein Angriff mit diesen Stacheln führt neben tiefen Wunden auch zur Erfrierung. Hose. Ja, Hose ist in Ordnung. Komm, Eis, Eis, Eissperr, geil. Stark ist die Attacke. Feuer 2 bis 5 Eiszapfen auf das Ziel. Physisch schon mal sehr gut. Special Defense wurde verbessert, wenn nicht sogar fast verdoppelt, glaube ich. Das ist sehr wichtig. Die Init hat sich auch fast verdoppelt. Oder was hatte der denn? Wahrscheinlich so 40, denke ich. Jetzt ist er auf 60. Mein Greenscreen macht echt ein bisschen Scheiß mit meiner Fresse. Wir nehmen Dunkelklaue raus. Ja, das wird gehen. Sehr geil, jetzt haben wir endlich eine Eisattacke. Nebenbei tue ich kurz meine Facecam verbessern. Sollte mein Gesicht nicht mehr verschwinden. Sehr geil. Ja, jetzt ist alles gut. Also, voll entwickeltes Team. Geile Eisattacke. So, was ist mit dir? Ja, das stört mich die ganze Zeit an. Aber ich bin eben auch total Gangster. So. So quasi ein Anstar-Wettbewerb oder was? Ja, sehr toll. Okay, die wir kämpfen, ignorieren wir erstmal und schauen uns die Räume an. Doppeleber, geil. Was ist mit dir? Der ist am Pen. Konnte die uns nicht sehen. Eines der Losungswörter von Team Scalp diesen Monat lautet Prügler. Oder etwas, das wir uns merken müssen. Sorry, aber bei mir ist Endstation für dich. Bromley soll sich ja nicht ärgern müssen. Du denkst, du kannst mich besiegen? Das war das. Ich habe schon wieder den Typen vergessen, wo ich das gestern das gesehen habe. Ich glaube, jeden vergift. Scheiße. Der könnte gut sein, Justin. Ja. Müsste Wassergift sein, weil. Von den Effektivitäten macht Sinn. Dorn kann. Ah, wieder dieser Attacke, die wahrscheinlich sogar ist. Ich habe Psychokinese drauf, weil wir wollen nicht auswechseln. Wortwechsel ist auch eher zum Auswechseln gedacht und nicht um sehr viel Schaden zu verteilen. Macht aber trotzdem okayen Schaden. Vor allem da Reiz schon sehr schnell ist, macht Wortwechsel viel Sinn, weil es ist halt ein Angriff plus Auswechseln.
Oh weia, jetzt muss unsere Villa schon wieder dran glauben. Ja, die Villa ist echt nicht schön mit dem ganzen Hummelspray. Was ist das hier für ein Raum? Ja, wie ein Asi-Raum. Hat Bromley vielleicht keinen Z-Ring bekommen, weil er eh viel zu stark ist? So eine Art Handicap? Das wäre etwas unfair. Ein Ring gegen dir so wie ich immer ein 3-Gänge-Menü an Pokémon-Attacken. Sollten eigentlich 4 Attacken sein. Wenn du 3 hast und deine Pokémon wird zu schwach, um mit dir eine Attacke zu erlangen. Halt, Paulo! Ich denke, an dem können wir Eissterne ausprobieren. Ja. Schauen wir mal, wie viel Schaden es macht. Von Fußstrahl. Nein, nicht schon wieder so ein. Komm schon. Heiken, komm. Sehr geil. Wenn es. Oh! Nur zweimal? Nein, das fünfmal! Fängt doch wenigstens dreimal an, komm schon! Oh nein, unsere Special Defense ist schwach. Nein! Ich kann Palken nicht weiter einsetzen. Was hat er jetzt eingesetzt? Spukball, ne? Hab ich irgendwas, das Geist wach macht? Wir gehen mit Skyren. Sollte auch funktionieren. Aber seine Special Defense ist auch scheiße. Er könnte aber schneller sein. Komm. Jetzt. Sehr geil, Level. Die Mahlzeit, die du mir da reingedrückt hast, war aber ganz schön schwer verdaulich. Also, was gibt's denn hier? Hilft Bromley dabei, der Cross-Trainer von Käfer-Pokémon überhaupt zu werden? Deswegen krallen wir uns auch alle Insektium-Set, die wir in Alola finden können. Ein Käfer-Set-Kristall? Hier ist ein Item und ein weiteres Lösungswort. Bisher haben wir Prügler. Was kommt jetzt noch dazu? Das ist der Lösungsvorteil von Team Sky für diesen Monat laut Eneko Kakao. Echtes Team Sky-Mitglied erkennt man daran, dass es immer No Way erwidert. Eneko Kakao, Prügler und No Way. Okay, das kann man sich noch merken. Jetzt auch schon am Ende des Parts angekommen, aber. Der will noch kämpfen. Ich talk selbst als gut bin ich viel, aber hier habe ich wenigstens meinen Platz gefunden. Meine Mutter will mich nicht zu Hause haben, weil ich immer nur ihr Geld ausgegeben habe. Wollten die mich auch schon bei Hilf mir fragen, ob ich da eine Story weitergeben kann, aber nee, kein Bock. Dann hoch auf die Scheiße, okay. Du bist vielleicht noch schlimmer als RTL, aber wenn es dir gefällt. Halten ist schneller als ein Zucker. Und ein Eissperre. Oder er landet im Volltreffer. Gerne. Ja, was hast du noch? Holung. Hat da immer nicht drin, da wechseln wir auf Justin. Und das Namen wird nicht mal angezeigt, ob es sehr effektiv ist oder nicht. Dem Skyler hat irgendwie ein Liebe für Gift und Unsichtbarkeit. Ne? Sehr geil, 42 ist damit auch schon drin. Nee, Bulldog. Nein, wir bleiben drin.
34 Leben. Das ist ziemlich verarschen. Es kann doch nicht sein, dass du es schaffst, das gut zu entwickeln. Und vor allem, es gibt so viele Leute bei Team Sky, da wirst du es ja wohl auch danach noch tauschen können, damit es zu Gengar wird. Weil die sind wahrscheinlich so dämlich, die ziehen sich gegenseitig ab im eigenen Team. Boah, ich glaube, dass der Kampf so ausgehen würde. Passt für jemanden wie mich Ende aus. Ja, so hier links. Es muss doch einen Grund geben, hier lang zu gehen. Gibt's nicht. Wow, wieso auch immer man den besiegen wollte. So, in diesem Stockwerk geht's dann aber weiter im nächsten Part. Bis dahin und ciao.